Als Adolf Hitler 1933 zum Kanzler ernannt wurde, jubelten die Massen. Aber wir nicht. Wir wussten, dass nun schlimme Zeiten anbrechen würden. Wir wussten, dass die Drohungen der Nazis keine Lehren waren. Dass sie meinten, was sie sagten. Wir mussten etwas tun. Wir durften nicht schweigen. Aber wir wussten auch, es kann uns den Kopf kosten. Und so war ich nicht überrascht, als sie mich holen kamen. Macht euch keine Sorgen um mich. Mir geht es gut. Ich würde alles genauso wieder machen.